Hallo euch allen, da sind wir bei Madden NFL 19. Wir sind zurück in der Color Smash Serie. Und zwar ist das die dritte Challenge, die wir dort zu spielen haben. Ein Off-White Demon Love Song. Wir liegen mit 2 Punkten zurück, 22-20 im vierten Quarter. Sollen das Spiel noch drehen? Gegen, tja, mein absolutes Lieblingsteam von unten, die Washington Redskins. 2 Punkte Rückstand. Müsste eigentlich eine lösbare Aufgabe sein. Die Redskins ja in meiner Division dieses Jahr stark gestartet, waren komplett auf Division-Siegerkurs. Ja, und dann kam dieser fürchterliche Beinbruch von Alex Smith. Danach dann, ich glaube mal, Cody irgendwie hieß er, kam rein, wurde auch, aber relativ schnell, hat sich dann auch verletzt. Und da war die Saison der Redskins gelaufen. Wurden dann durchgereicht bis auf Platz 3 und das Schlimme ist, Alex Smith wird wohl auch in der kommenden Saison nicht spielen können. Und das gönnt selbst ich den Redskins nicht. Das ist schon echt mies. Vorspann! Jane Smith, Keyshawn Johnson, Everson Walls bei den Cowboys, Josh Norman, Adrian Peterson, haha, Clinton Dix bei den Washington Redskins. So, wir liegen ja hinten mit 2 Punkten, sind aber im Ballbesitz, haben einen ersten Versuch und 10 an der eigenen 30-Yard-Linie. 15 Sekunden noch zu spielen bis zum 2-Minute-Warning und wir beginnen mal. Erster Versuch heißt ja, wir sind im Strategy-Bereich unterwegs mit einem Slant-Spielzug. Cobb links, Cooper rechts. Wir schauen mal, wer von den beiden sich ein bisschen Platz verschaffen kann. Oh, das sieht nach Cobb aus, der hat den Ball. Und fällt jetzt zu Boden. Sehr schön. Ein neuer erster Versuch und 10. Das war der letzte Spielzug vor dem 2-Minute-Warning. Die letzten 2 Minuten im Spiel haben begonnen. Der Ball ist genau an der Mittellinie, an der 50-Yard-Linie. Wir haben einen neuen ersten Versuch. Versuchen wir doch mal wieder einen Halfback-Slip-Screen. Also Elliot ist der Passempfänger bei diesem Screen. Ich lasse mich jetzt nach hinten fallen und hoffe, dass Elliot frei sein wird. Ich hasse Screens. 2 Yards Raumverlust. Doof. Richtig doof. Der zweite Versuch heißt, wir gehen rüber in den Community-Bereich. Wir nehmen mal den Texas aus. Wir attackieren die Mitte. Mit Jarwin und mit Eddie George. Keyshawn Johnson auf der linken Seite. Schauen wir mal, ob der ein 1 gegen 1 hat. Dann wäre auch mal eine Option. Der hat ein 1 gegen 1. Dann bekommt er auch den Ball von uns. Tänzelt ins Aus an der 37-Yard-Linie der Washington Redskins. Aber ein neuer erster Versuch in 10. So, wir brauchen ja nur ein Field Goal. Also sagt mein Offense Coordinator, Jungs, dann lasst uns laufen, damit die Uhr hier am Laufen bleibt. Die Redskins haben noch eine Auszeit. Wir laufen mit Elliot über die rechte Seite. Wir versuchen mit Elliot über die rechte Seite zu laufen. Der ist immer noch auf den Beinen, kann sich lösen. Bricht durch und ist in der Endzone. Touchdown Dallas Cowboys. 26 zu 22, damit der Spielstand. Wir setzen direkt einen PET-Attempt dahinter. Das sieht auch gut aus. 27 zu 22. Damit der Spielstand. Der Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone der Redskins. Kneel down heißt erster Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. Da sehen wir jetzt den leider so schwer verletzten Alex Smith als Quarterback. Also an der Stelle nochmal. Alles, alles Gute, gute Besserung. Ich hoffe, dass er wiederkommt und wieder auflaufen kann. Sie haben jetzt ja aus Denver den dort in Ungnade gefallenen Case Keenum geholt. Und der ist kein schlechter Quarterback. Also ich glaube, das ist für die Redskins die optimale Lösung gewesen in der Situation. Und wir hoffen wir mal, dass Alex Smith wiederkommt. Peterson geht in Motion, geht rüber auf die linke Seite. Oh, und fast eine Interception. Byron Jones. Incomplete Pass bedeutet, wir haben einen zweiten Versuch und 10, 1 Minute 26 haben die Redskins noch Zeit. Und da kommt der Druck. Leighton Vander Esch
ohne Spaß, macht den Sack. Dritter und 15, Ball an der 20-Yard-Linie. Oh, der ist intercepted. Der ist getippt worden. An der Line of Scrimmage. Interception Byron Jones. First down Cowboys an der 32-Yard-Linie. 1:06 sind noch zu spielen. Logisch, jetzt Laufspiel. Redskins haben nur noch eine Auszeit. Wir wollen die Uhr am Laufen behalten. Laufspiel über Elliott. Eddie George ist der Vorblocker. Und das macht er gut. Und Elliott ist durch. Oh Gott. Das ist zu leicht. Ich wollte eigentlich ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Da kam ich gar nicht zu. Da war Elliott schon wieder in der Endzone. Der PET ist unterwegs. Der ist auch gut. Und wir haben ein schlappes 34:22 auf dem Scoreboard. 12 Punkte Führung. 59 Sekunden. Haben die Redskins noch ihre Auszeit? Haben sie auch immer noch. Aber ich glaube, die wird den Braten auch nicht mehr fett machen. Kneel down in der Endzone, erster Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. Wir blitzen mit den Linebackern, setzen also Alex Smith weiter unter Druck. Das ist schon schön. Also im FedEx viel zu gewinnen, Spiel zu drehen, ist halt einfach auch eine schöne Sache. Alex Smith wird hier niedergeknüppelt. Sean Lee und die Marcus Lawrence kommen durch. 2:20, jetzt versuchen sie den Ball zu spiken. Aber das dauert natürlich erstmal, bis sich alle wieder aufgestellt haben. Das dauert richtig lange. Dann müssen alle Spieler eine Sekunde stehen bleiben. Dann erst kann der Snap erfolgen. Jetzt kann Alex Smith den Ball spiken. Finde ich beim 2:20 sowieso relativ dämlich. Jetzt haben sie nämlich einen 3:20. Ball ist an der eigenen 15-Yard-Linie. 39 Sekunden noch auf der Uhr. Langer Ball. Oh, der war fast schon wieder intercepted. Da ist Sanders einen Schritt zu früh stehen geblieben. Overstorm Brave, 4:20. Die Redskins haben ja keine Wahl. Den müssen sie ausspielen. Smith wirft. Der ist intercepted. Byron Jones zum zweiten Mal. Jetzt retourniert er auch noch richtig schön und weit. Bis an die 21-Yard-Linie. 24 Sekunden sind noch auf der Uhr. Zweite Interception durch Byron Jones. Da haben wir, glaube ich, einen Man of the Match gefunden. Erster und 10 an der 21-Yard-Linie. Laufspiel Elliott durch die Mitte. Da ist schon wieder eine Lücke. Der nimmt einmal den Kopf runter und ist schon wieder in der Endzone. Ach du Heilige. Ich glaube, auch Elliott hat großes Interesse daran, Man of the Match zu werden, so wie es aussieht. Der PET gut 41:22. 18 Sekunden noch auf der Uhr. Ich glaube, die Redskins werden verdammt froh sein, wenn diese 18 Sekunden vorbei sind. Vielleicht sollten sie damit aufhören, Alex Smith lange werfen zu lassen. Das haut nicht wirklich hin. Kick bis in die Endzone. Wieder ein Kneel down. Erster und 10. Alex Smith kennt das schon. An der 25-Yard-Linie kommt Washington mit der Offense wieder aufs Feld. Blitzen mit den Linebackern. Hat er gesehen, also der Druck, der gefällt Alex Smith überhaupt nicht. Allerdings ist auch seine O-Line, die Pocket bricht sehr schnell zusammen. Auch hier wieder, diesmal war es Leighton Van Der Esch, der ungeblockt durchkommt. Jetzt sehen die Redskins ihre letzte Auszeit. 14 Sekunden vor dem Ende. 2:16 von der eigenen 19-Yard-Linie. Schwacher Pass von Alex Smith, der sollte auf Peterson gehen, war aber komplett überworfen. Das ist ein 3:16. Da ist wieder der Druck, das ist die dritte Interception von Byron Jones. Und jetzt will er, glaube ich, noch eine Pick 6 draus machen. Das tut er. Oh mein Gott. 3 Interceptions hintereinander für Byron Jones. Dann ist auch mal ein Nümmerchen. PT, überraschenderweise auch 48:22. Der tut gegen Washington einfach gut. Ist eine schöne Sache. So, Kick auf Middle, aber dann nehmen wir einen Swipkick. Damit das Ding hier gleich
endlich zu Ende ist. So, Uhr läuft, Uhr ist abgelaufen, das Spiel ist aus. Wir schlagen die Washington Redskins im FedEx Field 48 zu 22. Das Leben kann so schön sein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.